Vorher waren es immer nur 2 und jetzt 10 mehr. Also, ja, immer her damit. Also, was soll ich mich beschweren? Warum sollte man sich darüber beschweren? So, wo sind wir jetzt? Hier, da kommen wir nicht durch. Vielleicht... Ah ja, mit einer Missile kommen wir durch. Okay. So, ah ja, dann können wir da jetzt den Gegner zerstören. Unseren Vorrat von 2 verbrauchten Missiles können wir wieder aufladen. Und, ja, das ist diese merkwürdige Statue. Da kommen wir jetzt hier wieder raus. Hat uns jetzt nicht so viel weitergebracht, oder? Na klar, für diese 10er-Missile auf jeden Fall. Die wollte ich definitiv nicht verpassen. Aber sonst neue Wege sind hier eigentlich nicht da für uns. Oder zumindest, also es sind noch welche da, aber keine, die wir jetzt nutzen können mit unserer derzeitigen Ausrüstung. Dann wäre es wahrscheinlich jetzt wohl angebracht, dass wir nach Dairon zurückgehen. Oder... Ich glaube fast, ja. Oh. Naja, da dürfen wir diese Bodenplatte nicht berühren, sonst gefällt die Tür zu. Ich glaube, hier auch noch nicht erwähnt, weil wir hatten ja schon ein paar mehr von diesen Türen. Aber, ja. Es ist ja auch nur dann für diejenigen, die das Spiel vorher nicht gespielt haben. Alle anderen, die es gespielt haben, werden es wissen. Und wenn ihr das hier schaut und immer noch nicht gespielt habt, dann meine Fresse. Was muss man tun, um euch zu überzeugen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss da auch nicht viel Überzeugungsarbeit liefern, denn eigentlich das hier, das spricht doch eigentlich alles für sich selbst, dass das von außergewöhnlich hoher Qualität ist. Ah, shit, jetzt ist da die... Die Dings ist jetzt hier zu. Das heißt, wir müssen da von der anderen Seite hin. Okay. Das heißt, hier unten müssen wir durch. Oh. Auf den Sensor getreten. Ja, also... das Spiel hat auch von Kritikern und Kritikerinnen überwiegend positive Bewertungen gekriegt, was mich sehr freut. Und was mich noch viel mehr freut, ist die wirklich sehr guten Verkaufszahlen, die das Spiel erzielt. Und gerade in Japan hat das Spiel den besten Verkaufsstart eines Metroid-Spiels überhaupt hingelegt. Ich weiß, für die, die sich ein bisschen mehr mit der Reihe auskennen, die wissen, dass Metroid in Japan nicht so sehr beliebt ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu Zelda oder Mario. Aber das von den Vorbestellungen her war das Ding wohl in Japan ziemlich nah dran, ausverkauft zu sein. Also zumindest die physische Version. Dann kommen ja noch potenziell die digitale Version noch mit dazu. Und das lässt mich auf jeden Fall schon mal sehr, das lässt mich sehr frohlocken. Denn natürlich, wenn Nintendo jetzt da sieht, wow, das Ding ist so verdammt erfolgreich, dann müssen wir möglicherweise, oder haben wir möglicherweise viele neue Möglichkeiten, was zukünftige Metroid-Spiele angeht. Ich meine, klar, Metroid Prime 4 ist immer noch in der Entwicklung. Das wird wahrscheinlich das nächste Metroid-Spiel sein, was wir kriegen werden. Würde wahrscheinlich schwierig sein, nochmal da ein Spiel vorher rauszubringen. Es sei denn, der Entwicklungszyklus von Metroid Prime ist so schwierig verlaufen, dass es
Also er ist sowieso schon schwierig verlaufen, aber der ist so verlaufen, dass das Ding nochmal irgendwie von vorne entwickelt wird. Aber naja, hoffen wir es mal nicht. Ich meine, es ist ja auch sowieso, das war ja auch bei diesem Spiel hier jetzt, das wurde ja erst der Öffentlichkeit das erste Mal präsentiert, als es fast fertig war. Das war ja im hier auf der E3 diesen Jahres im Juli. Im Juni, Entschuldigung. Und es kam ja dann schon im Oktober raus. Weil das Spiel eben schon ein paar mehr Jahre in der Entwicklung war, nur es wurde halt noch nicht angekündigt. Bei Metroid Prime 4 war das anders. Das wurde angekündigt, als es als die Entwicklung so relativ am Anfang stand. Da war es halt auch einmal so, das war auf der ersten E3, wo die Switch offiziell im Handel war. Und da wollte man halt ein paar Sachen präsentieren, die man noch als heiße Kohlen im Feuer hat. Und dann war es natürlich gerade besonders schlechtes Timing, dass es mit einem Spiel war, was dann 2 Jahre später, also im Januar 2019, wo dann die Ankündigung kam, dass die Entwicklung von neuem gestartet wird, mit dann Retro Studios als Softwarepartner, als Entwickler. So, auch wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, schaut gerne die Dokumentation an. Da habe ich dieses Kapitel auch ein bisschen mit eingebaut. Über Metroid Dread ist da noch nichts mit drin, weil als ich das Skript geschrieben habe, das war im März 2021, habe ich angefangen, das zu schreiben. Die Aufnahme des Skriptes war, lass mich gerade nachdenken, die war komplett fertig, bevor auf jeden Fall Metroid Dread angekündigt wurde im Juni. Oh, scheiße, und Scheiße. Oh Gott, das war's. Oh, fuck. Nein. Scheiße. Ja, okay. Jetzt haben wir mal gesehen, wie das aussieht, wenn man von einem Emmy gefasst wird. da sollte ich mich wohl ein wenig mehr aufs Spiel konzentrieren. Das ist dann der Preis, den man eben dafür zahlt. Ja, also da durch diesen Rollladen, da kommen wir nicht durch. Das habe ich gerade mal eben so vollkommen übersehen. Das heißt, wir müssen mal nachschauen, ob wir hier irgendwie einen anderen Weg finden. Aber ja, ich habe dann, für alle, die dies geschaut haben, die werden es wissen, ich habe da nur einmal kurz eingebaut, was von der Ankündigung des Spiels, aber habe nichts dazu gesagt, weil, wie gesagt, ich wollte das ganze Video nicht nochmal über den Haufen werfen. Und was sollte man, also zum damaligen Zeitpunkt konnte man auch noch nicht so viel darüber sagen, weil halt eben, es war der erste Trailer, es gab dann noch eine Gameplay-Präsentation, die habe ich mir aber nicht vollständig angeguckt. Ich habe nur diesen ersten Ankündigungstrailer gesehen. Ich habe danach auch mir keine neuen Trailer angeguckt, weil ich halt mich überraschen lassen wollte. Ich habe dann nur ein paar Interviews gelesen halt mit diesem Gameplay, dass man halt diese unglaublich starken Roboter da hat, die einen ans Leder wollen. Ich fand das damals schon ziemlich interessant. Hatte so Vermutungen, so das geht so ein bisschen in die Richtung von Resident Evil 2. Und ganz so abwegig ist das ja auch nicht. Oder eben Resident Evil Village. Aber okay, ja. Was mache ich eigentlich jetzt hier gerade? Weil hier ist irgendwie nichts, wo wir weiterkommen können. Hier haben wir den Dingesbeam gekriegt. Vielleicht doch da in dem Emmy-Raum irgendwas übersehen. Vielleicht in den Räumen, bevor wir... Oh Gott. Oh, um Gottes Willen.
So, den sperren wir erstmal aus. Ne, da kommen wir nicht durch. Nicht mit unserer momentanen Ausrüstung. Scheiße, der hängt uns schon wieder im Nacken. Gehen wir erstmal. Ah, hier oben, ne, da oben können wir nichts machen. Ne, und da oben ist auch die Grenze des Bereichs. Mit diesen roten Linien sieht man das da. Sind wir hier doch jetzt falsch? Ich glaube, wir sollten, wir müssen hier doch noch gar nicht hin. Ich glaube, ich habe doch im vorherigen Bereich was möglicherweise übersehen. Da nichts ausrichten, aber wir gucken erstmal so wieder raus. Ja, das kommt ihm wieder von, wenn man zu viel über andere Sachen redet. Ja, okay, ich fahre jetzt mal kurz wieder zurück hier. Habe ich möglicherweise in Kataris doch was übersehen? Wüsste jetzt echt so aus dem Stegreif auch nicht, was ich da noch hab liegen lassen, aber ja, vielleicht ein Blick, genauerer Blick auf die Karte könnte uns weiterhelfen. Das dürfte eigentlich nicht schaden. Okay, das haben wir alles abgesucht. Es wäre ja sinnig, wenn das irgendwas ist, wo wir den Morphball brauchten. Okay, da kommen wir gar nicht mehr raus. Da war auch nur dieser Raum mit dieser einen Aufladestation. Ja, vielleicht in... Vielleicht sollten wir nach Ataria nochmal zurück. Vielleicht haben wir da auch irgendwas liegen lassen. Denn ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Teleporter, den wir da genutzt haben, der war nicht nur dazu da, dass wir einfach einen Weg da haben. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Jedenfalls hätte ich sonst auch keine andere Spur. Ja, auch wenn ich das Spiel schon mehrmals gespielt habe, so direkten Weg dadurch, mit dem hakt es bei mir irgendwo immer, aber das ist auch nichts Ungewöhnliches. Weil es ist jetzt nicht so, dass wenn ich ein Metroid-Spiel einmal durch habe, dass ich jede Ecke direkt kenne. Das ist sicherlich bei Super Metroid so, aber Super Metroid habe ich auch so viele Male in meinem Leben durchgespielt. Das ist was. Das ist dann was ganz anderes wiederum. So, weiß nicht, können wir den. Wir können ja theoretisch den Teleporter nutzen und nochmal zurückgehen. Weil da unten sind zwar auch noch Durchgänge, aber das ist alles, sind alles Bereiche mit hoher Temperatur, die uns nicht wirklich weiterbringen. Ja, nee, und das bringt uns auch nicht weiter. Naja, okay, nehmen wir doch einmal... So, wollte ich sagen, nehmen wir doch am besten einmal hier den Teleporter und schauen dann,
in Antares dann nochmal weiter dort. In Antares, sage ich schon wieder. In Ataria natürlich. Gott verdammt, ey, das. Es lässt einen irgendwie nicht mehr los, wenn man es einmal verwechselt hat. Naja, aber gut. Ich hoffe mal, wir finden da noch irgendwas. Ansonsten, wenn ich so auf die Uhr schaue, wir sind jetzt gleich bei 2 Stunden Spielzeit, wäre vielleicht auch mal eine Pause ganz gut. Aber ich hoffe, bevor wir die machen, vielleicht finden wir noch das ein oder andere kleine Geschenk. So, da sind wir wieder. So, da konnten wir da oben noch weiter. Da lag ja. Ah ne, da waren wir noch gar nicht. Da lag hier noch so eine Energieeinheit, unsere zweite. Hier waren wir noch gar nicht. Ja, okay. Haben wir wieder schön was liegen lassen. Gucken, zu was das hinführt. Das ist eine Tür, die wir noch nicht öffnen können. Da führt es uns hin. So, hier geht es nicht weiter. Dann bleibt nur noch die Tür hier oben. Da ist ein Missile-Container. Ah ja, da ist ein Schalter, um die Lava umzuleiten. Oder Hitzeenergie. Oh, und was haben wir jetzt gemacht? Oh, scheiße. Nein. Haben wir jetzt irgendwie eine Kernschmelze ausgelöst? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir hier schnell irgendwie rauskommen müssen. Bevor uns das ganze Ding hier um die Ohren fliegt. Oh Gott. Okay, ich glaube, wir haben es, oder? Wir haben eine Missile-Tür und das heißt doch eigentlich immer. Und da sehen wir auch schon was und da liegt auch uns was und das ist. Oh, das sieht nach was Epischem aus. Das kann doch eigentlich nur eins sein, oder? Ja. Da war es wieder. Unsere alte Farbe kehrt zurück. Wir haben den Warrior-Suit erhalten. Sehr gut. Und damit sind jetzt auch hochtemperierte Bereiche kein Problem mehr für uns. Spoiler-Alarm. Verringert den vom Gegner zugefügten Schaden und schützt Samus vor extremer Hitze. Er schützt jedoch nicht vor Schaden durch extremer Kälte oder Lava. Zudem erhöht der Warrior-Suit den durch Sprintangriffe zugefügten Schaden ein wenig. Ja, das klingt doch sehr gut. Und hat sich dieser Ausflug gelohnt? Wir haben was sehr, sehr Nützliches gefunden. Anders kann man das eigentlich nicht stehen lassen. Ja, und dann können wir jetzt hier durch diese schönen Bereiche gehen. Ja, unten die Lava, der halten wir noch nicht stand, aber ich werde es mal riskieren und hoffentlich nicht dabei sterben, mir diesen Missile-Plus-Container einfach mal zu holen. Und ja, okay, alles klar. Oh, haben nur noch 50 Einheiten. Ging bis in den kritischen Bereich. Jetzt sollten wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein und nicht gleich dabei drauf gehen. Ja. Hier ist eine Ladestation in der Nähe, wenn man eine braucht. Oder ein paar einfach zu besiegende Gegner. Ah ja, okay. Die kommen wir doch gerade wie gerufen. Oh.
Nee. Nicht gut, sowas zu machen. So, ich würde sonst mal sagen, hier geht's runter. Ah ja, genau auf einer Aufladestation landen wir. Das ist doch cool. So, damit sind wir erstmal wieder gut im Geschäft. Und hier, den können wir jetzt leider nicht auslösen. Da kommen wir nicht mehr durch. Das heißt, uns bleibt nur noch wieder der Weg nach Kataris. Aber da waren ja sowieso noch so viele Bereiche mit hoher Temperatur, die wir jetzt endlich erkunden können. Diese Explosion da, diese Kernschmelze, die wir da verursacht haben oder was auch immer das war, das hat leider dazu jetzt geführt, dass wir hier nicht mal rauskommen. Aber okay, ich würde sonst mal sagen, wir gehen jetzt einfach bis zur nächsten Speichermöglichkeit und dann werden wir für diese Session dann erstmal eine Pause einlegen. Haben eigentlich ganz gut was geschafft, muss ich sagen. Und ja, dann... Ich glaube, allzu weit weg war die nächste Speichermöglichkeit nicht. Da brauchen wir ja eh nur hier runtergehen. Ah ja, da unten links sehe ich es auch schon auf der Karte. Ja, alles klar, gut. Ja, dann wäre es das soweit für die erste Session. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, es wird euren Erwartungen gerecht oder wie auch immer. Und bedanke mich bei euch auf jeden Fall für die potenziellen Kommentare und hoffe, dass es gefallen hat. Und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle, wie immer, wie ihr das kennt, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.